Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Easy und das sind die Beauty News mit den 7 spannendsten Make-up-Releases aus den letzten Wochen. Wenn du da Lust drauf hast, dann bleib einfach dran. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut und du hast dich vielleicht gefragt, so, hä? Erzählt die Easy nicht am Anfang immer irgendwelche Marken, die sie gleich zeigen wird? Ja, pass auf. Ich habe mir gedacht, wir müssen die Beauty News ein bisschen entschlacken. Wir müssen sie in ein besseres Konzept pressen, denn ich kriege sehr viele Nachrichten, dass es einfach zu viel ist und man erschlagen ist. Und ganz ehrlich, ich bin selber erschlagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich dampfe das ein bisschen runter in die wichtigsten Sachen, die neu rauskommen oder neu rausgekommen sind. Und ich habe mich für 7 entschieden, denn ist 7 nicht die mächtigste magische Zahl? Ich fand 7 einfach irgendwie gut. Nicht 5, nicht 10, 7. Damit ihr aber nichts verpasst, werde ich euch am Ende noch so einen kleinen News-Ticker geben, wo schnell Mini-News mit drin sind, so dass ihr auf dem Laufenden seid und nichts verpasst. Aber bei 7 Themen gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. So, ich hoffe, das neue Konzept gefällt euch und schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, wenn ihr es gesehen habt, wie ihr es findet. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man es nicht wieder ändern könnte, aber ich würde es gerne ausprobieren. So, jetzt fange ich aber an und zwar mit einem Release von Nabla. Nabla hat neue Lippenstifte auf den Markt gebracht, die Beyond Jelly Lippenstifte. Davon gibt es 10 Farben, die werde ich euch gleich alle nochmal zeigen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Pirsch war so nett und hat mir da ein paar davon zugeschickt und ich trage auch gerade einen. Die sehen so aus, seht ihr, du siehst es auf dem Bild hier neben mir sowieso, aber was ich sagen wollte ist, erstens, die sind sehr groß, also einfach sehr lang, aus irgendeinem Grund, sehen aber super schick aus. Und sehr schöne Farben, allerdings leicht klebrig. Das ist eine Sache, die ich dringend zu diesen Lippenstiften loswerden wollte. Ich rieche ehrlich gesagt nichts. Ich habe von Leuten gelesen, die gesagt haben, hier, der riecht mir zu sehr nach Kokosnuss, aber ich rieche das nicht. Gut, wir fangen an. Es gibt die Farbe Luna. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, ein etwas wärmeres Nude. Das ist der, den ich euch gerade gezeigt habe, der hier, Luna. Ich swatch den mal währenddessen. Dann gibt es die Farbe Nocturna. Das ist ein Berry-Ton. Die sind übrigens stärker pigmentiert, als man denkt. Das ist die Farbe Libido. Den habe ich auch nicht, aber das ist ein sehr schönes Rotbraun, so ein warmes Rotbraun. Gefällt mir sehr gut, auf jeden Fall auf dem Bild. Es gibt die Farbe Dear. Das ist ein kühleres, helles Nude. Die Farbe Blooming, ein, ja, ich würde sagen, ein Korallrot. Also auf den Lippen kommt da ein bisschen mehr Pink durch und dadurch sieht es ein bisschen korallig aus. Sehr frisch, Sommerfarbe. Dann gibt es die Farbe Lutz, die ist auch ein kühleres Nude in Hell und Dia meiner Meinung nach sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, Lutz ist aber noch ein bisschen kühler. Dann gibt es die Farbe Andor, die habe ich auch hier. Das ist ein dunkler Nude-Ton, der ist auch eher kühl. Es ist kein Berry, aber es geht in die Richtung. Es ist so ein bisschen so ein Clinique Black Honey-Ton. Dann gibt es die Farbe Solstice, den habe ich auch. Das ist ein sehr warmes, es ist ein Rot, zwischen Rot und Nude. Es ist ein Kind zwischen Rot und Nude, das ist mein zweitliebster. Und dann gibt es noch die Farbe Sublime, das ist der, den ich drauf habe. Der hier. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Das ist eine hellere Version von Solstice. Sehr, sehr schön, aber ein bisschen pappig. Genau, und dann gibt es noch die Farbe Red Sapphire. Ein klassisches blaustichiges Rot. Und das war's. Das sind die 10 Farben. Falls sie dich interessieren oder falls du sie schon ausprobiert hast, schreib in die Kommentare. Ich bin gespannt. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist das, glaube ich, für mich spannendste Thema der letzten Wochen gewesen und zwar die Divine Bronze Kollektion von Pat McGrath. Da kommen endlich Bronzer, denn die ganze Fangemeinde, sagen wir es mal so, nicht die ganze Beauty Community, aber alle Pat McGrath Fans haben geschrien, Bronzer bitte, Bronzer Mama und sie hat abgeliefert. Es gibt in dieser Kollektion 8, sind es 8? Ja, 8 Bronzerfarben.
Von hell bis dunkel mit unterschiedlichen Untertönen. Also Naked Desire, Nude Honey, Bronze Dawn, Bronze Nirvana, Bronze Divinity, Burnished Honey, Desert Glow und Bronze Mahogany. Und Bronze Divinity, oder ist es, ich glaube Bronze Divinity oder Bronze Nirvana, einer von diesen beiden hat nochmal so einen perligen Schimmer. Also es ist ein glowy Bronzer. Die anderen sind eher matt anscheinend. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe auch schon einen bestellt. Freue mich da sehr drauf. In dieser Kollektion gibt es aber noch mehr. Es gibt ein Quad. Und dieses Quad ist das Divine Bronze Luxe Quad. Das ist bisher, glaube ich, das neutralste Lidschatten-Quad von Pat McGrath. Mit zwei matten Tönen und zwei schimmernden Tönen. Wobei Schimmer bei dem einen untertrieben ist, weil das ist so eine Glitterbombe. So ein Pat McGrath eben. Eine Special Shade, würde ich behaupten. Aber auch in sehr neutralen Farben. Ist halt so Gold. Dann gibt es noch einen Blush in dieser Kollektion und das ist der Divine Rose Blush 3. Also Divine Rose gibt es schon zweimal. Das ist eine dritte Farbvariante davon. Die sind alle drei rosa irgendwie. Und dann gibt es noch einen Lippenstift. Das ist, glaube ich, auch Divine Rose. Ich weiß nicht mehr, wie der Lippenstift heißt. Es ist ein sehr helles Rosa. Und ein Lipgloss und einen Lip Liner gibt es in der Kollektion. Das Spannende sind aber die Bronzer und die Palette, oder? Dann habe ich ein bisschen Drogerie-News, wobei es nicht so richtig Drogerie ist, sondern ich glaube, das gibt es nur online. Aber von Essence kommt eine neue Palette raus, und zwar die Ready for Ride Palette. Das ist so eine, die man so aufklappen kann. Und da sind 18 Farben enthalten, die so ein, ich finde, Candy, die geben mir Candy-Vibes. Es sieht natürlich aus wie irgendwie von einem Rummelplatz, so eine Eintrittskarte von der Optik her. Aber die Farben innen, sie erinnern mich irgendwie an Zuckerwatte und eben so ein Süßigkeitenstand, was ja ganz süß ist. Passt ja zusammen. Ich bilde mir aber ein, so was Ähnliches hatten wir schon mal. Oder nicht? Bilde ich mir das nur ein? Es gibt auf jeden Fall violette, grünliche, aber auch warm rosa Farben in der Palette und ja, sie sieht aus wie eine Candy-Palette. Ich würde sie Candy-Palette nennen. So, dann sind wir beim nächsten Thema und zwar Colourpop natürlich. Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal in den Beauty News jetzt die neue Colourpop-Kollektion zeigen werde. Wahrscheinlich nicht, außer ich finde sie außergewöhnlich, aber diesmal finde ich sie außergewöhnlich und zwar ist es die Legend of Korra-Kollektion. Colourpop hat ja schon mal zur ersten Staffel sozusagen oder zum ersten Teil dieser Geschichte, nämlich die Legende von Avatar mit Aang, eine Kollektion gebracht und jetzt kommt Legende von Korra. Das ist quasi ja so eine Art Spin-off. Und das Besondere an dieser Kollektion ist weder diese sehr bunte, ja, es ist im Prinzip eine Regenbogenpalette, die auch wieder sehr ähnlich ist wie die Avatar-Palette mit Grün, Blau, Rot. Es ist das hier. Colourpop bringt zum ersten Mal flüssige Multichrom-Lidschatten raus in vier Farben. Zugehörig zu den Elementen, die man so benden kann. Es gibt Wasser, Erde, Feuer und Luft. Hätt's gedacht. Und die finde ich sehr spannend. Das ist flüssige Multichroms. Wenn die gut gemacht sind, ist es was Tolles. Außerdem gibt es in der Kollektion noch zwei Dip-Eyeliner, die finde ich jetzt weniger spannend. Ein blauer und ein so ein Bordeaux-roter. Ja, ist für Fans. Genauso wie diese Fresh Kiss Lip Tints. Da gibt es zu den beiden Tieren in der Sendung einen, der ist so ein bisschen nudefarbig für diesen Eisbärhund. Und einen, der ist so dunkelrot-Bordeaux für diesen roten Panda. Und als letztes gibt es in der Kollektion noch so einen riesigen Highlighter. Da habe ich allerdings schon mitgekriegt, dass der wohl sehr natürlich sein soll, was ich gut finde, aber was viele Leute enttäuscht. Jedenfalls ist das Ding bestimmt so groß, also den kriegst du nie im Leben leer. Dann kommt jetzt
von Rare Beauty Lip Oils. Und dazu habe ich auch ein bisschen mehr Informationen. Also die sind gerade in den USA und in Australien online gegangen bei Sephora. Ich gehe davon aus, dass die in den nächsten Tagen auch bei uns erhältlich sein werden, wenn sie es nicht schon sind. Wenn sie schon sind, sind sie schon ausverkauft, denn die werden weggehen wie warme Semmeln, das kann ich dir jetzt schon sagen. Jedenfalls gibt es die in 8 Farben, aber, bevor du jetzt losrennst, diese Lip Oils, so schön die auch aussehen, wenn dir die Farben gefallen, ich meine, ich bin nicht deine Mama, kauf dir, was du willst, aber die sind anscheinend nicht wirklich Lip Oils, sondern eher Lip Tints im Stil der koreanischen Lip Tints, also dieser Water Glassing Tints. Das bedeutet, die sind nicht so ölig, wie man sich's vorstellt oder vielleicht wünschen würde, sondern die sind ein bisschen wässriger, eher gelig. Es soll auch eine Oil-to-Gel- oder Gel-to-Oil-Formulierung sein. Es gibt schon ein paar Reviews davon und die sagen, dass es eher ja, Lip-Tints sind, Lip-Stains. Ja. Also nur, dass du Bescheid weißt und da nicht was Falsches erwartest. Die sind nicht so ölig dick, wie man es vielleicht erwartet bei dem Namen Lip Oil. Jedenfalls gibt es 8 Farben davon, die alle eher gedeckt sind. Man muss sie in echt sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie in echt ein bisschen leuchtender sind, als sie auf diesem Bild hier aussehen. Aber wir haben auf jeden Fall ein bräunliches Nude Serenity. Ich würde sagen, es ist ja Rosenholz. Dann ein kühles Berry-Ton fast, dieses Affection, sehr dunkel auch. Happy ist ein Babyrosa, Joy ist ein Peach. Ich glaube, das sind übrigens die Farben, die sie auch in den Blushes hat. Es gibt Delight, das ein kühles Rosenholz ist. Hope, das ein kühleres Rosa ist, also kühler als dieses Happy. Wonder, das ein leuchtendes Rosenholz ist und Honesty ein etwas wärmeres Nude-Rot. Nicht Rot, Braun, Nude-Braun, ein bisschen wärmer. Dann sind wir bei der nächsten Kollektion und die ist diesmal von Elf. Bei der weiß ich leider ehrlich gesagt nicht, ob die bei uns erhältlich sein wird. Das ist bei manchen Kollektionen nicht so. Bei Elf mal gibt es die in Deutschland, mal nicht. Die ist auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit American Eagle, das ist eine Jeans-Firma. Und es ist quasi eine Jeans-Kollektion. Also, wir haben dort eine Lidschattenpalette, die jeansmäßig relativ blau ist, auch ein paar Nude-Farben drin hat und ich finde, eigentlich ganz schön gestaltet ist. Die hat natürlich ein Jeans-Muster und die hat das Pressing ist irgendwie diese Naht von der Jeanshose, was da hinten auf der Po-Tasche drauf ist. Ja, ich finde die gar nicht so hässlich, ehrlich gesagt, aber jetzt auch nicht so, dass man die dringend haben muss. Außerdem gibt es in der Kollektion einen blauen Lippenstift. Aber Vorsicht, der ist nicht blau, das ist PH Pink. Die beliebte Farbe Pink, PH Pink. Hier gibt es sie wieder. Ich meine, ich finde, das sieht lustig aus, aber ich will... nein, ich finde es nicht mehr lustig. Ich finde es ehrlich gesagt nicht mehr lustig. Außerdem gibt es noch eine... Ich nehme an, es ist eine Popo-Creme, dieses Bild. Was soll mir das sagen? Die heißt Get Cheeky. Ist eine Popo-Creme? Naja, in der Kollektion gibt es auf jeden Fall diese Creme noch. Das sind diese drei Produkte. Palette, PH, Pink Lippenstift und Popo-Creme. Und dazu gibt es eine Jeans-Tasche, die ich tatsächlich richtig cool finde. Die Tasche ist, glaube ich, das, was mir am besten gefällt in der Kollektion. Und dann sind wir beim letzten Full-Size-Thema. Und zwar der neuen Sommerkollektion von Dior. Die wird aus 2 Paletten bestehen. Bei Dior sind es ja immer 5-Pan-Paletten, Quints. Ich persönlich liebe Quints. Ich glaube, Quints sind meine Lieblingsgröße bei Lidschattenpaletten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die haben muss, aber egal. Jedenfalls haben die... beide ein recht neutral, bisschen warmes Farbspektrum, würde ich behaupten. Mit einem auch so ein bisschen an Jeans erinnernden Print. Und die einzige, ja, es sind 2 Farben drin. In der einen ist ein Blau drin und in der anderen ist eher so ein Orange-Gelb drin. So ein warmes, ja, nicht sehr aufregend, ich weiß.
In der Kollektion wird es außerdem zwei Highlighter geben. Einmal Golden Cruise und einmal Coral. Ich glaube, dass es diese Highlighter im Prinzip schon gibt von Dior. Dass sie einfach nur eine andere Verpackung und ein anderes Pressing haben. Auf jeden Fall sind goldener und ein peachiger Highlighter. Dann wird es noch einige Lippenprodukte geben. Und zwar einen Lippenstift in einem Satin-Finish, der heißt Rose Broom Satin. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Einen Lip-Tint in Natural Beige. Ich glaube, das ist ein Lip-Tint oder so ein Lip-Gloss-Tint-Dings. Außerdem drei richtige Lipglosse in Tangerine, in Rose und in Shimmer Bronze. Und ja, das sind auf jeden Fall Lipglosse. Und dann wird es noch vier Nagellacke geben. In diesen Farben Gold, Peach, Blau und Weiß. Nicht sehr aufregend, aber Dior ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es aufregend ist. Es soll eher glamourös schick sein. So, das waren die Full-Size-News. Und jetzt kommt, wenn du noch nicht genug hattest, der News-Ticker. Von Elf gibt es einen Power Grip Slimer, das ist ein Produkt zum Spielen. Es ist kein Make-up-Produkt, es ist kein Primer, es ist einfach nur ein Make-up-Schleim. Von Angelica Nyquist kommt eine eigene Marke. Und zwar heißt die Cinch Beauty und sie bringt als erstes Pinsel raus. Es gibt ein Pinselset, besteht aus 5 Pinseln. Alle 5 Pinsel sind aber auch einzeln erhältlich. Und sind alle für die Augen gedacht, sollen Shapes sein, die es so noch nicht so richtig gibt. Wahrscheinlich gibt es die schon irgendwie. Von Olaplex kommt ein Wimpernserum, das aber keine Hormonderivate enthalten soll. Bin gespannt, ob das gut geht, weil die ja gerade so rechtliche Probleme haben, weil Leute behaupten, ihnen fallen davon die Haare aus. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen Humbug, aber gut. Glam Shop bringt eine neue Kollektion raus, die Magenta Complete Collection, okay. 2023, angelehnt an die Pantone-Farbe 2023 ist das alles in diesem Magenta Pink. Es gibt eine Lidschattenpalette, eine Blush-Highlighter-Palette und einen Lip-Gloss. Von Melt kommt eine neue Kollektion und es gibt schon einen Blick auf die Palette. Das ist die Electrip-Palette. Sieht poppig aus. Von Fenty Beauty gibt es eine neue Mascara, die Hella Thick Mascara, die eine Volumenmascara sein soll und ein ziemlich cooles Packaging hat, finde ich. Von Urban Decay kommen neue Eyeliner-Stifte, die 24/7 Inks. Davon gibt es 6 Stück in matten Farben und 3 Stück in schimmernden Farben. Ihr seht hier auf dem Bild. Haben einen sehr ergonomischen Griff. Das finde ich interessant. Von Colourpop gibt es auch ein neues Standardprodukt. Und zwar Eyeshadow Sticks in 16 Farben, 8 nudige Farben und 8 ein bisschen buntere Farben. Von Rowan kommen auch neue Eyeliner, aber das sind die zum Anspitzen, in 4 Farben mit so einem metallischem Effekt. In hellem Braun, dunklem Braun, ein Silber und einem Schwarz. Genauso ein Stift kommt auch von LH Cosmetics, beziehungsweise da kommt eine neue Farbe, und zwar Risha, das ein Aquagrün ist, würde ich sagen. Von Nomad Cosmetics kommt auch eine neue Palette, ich glaube, die ist schon erhältlich, und zwar die Royal Europe Palette, die royale Farben enthält. Auf jeden Fall enthält sie sehr schöne Multichromes. Und zu guter Letzt wird es von Cadillacer ab 5. April eine neue Kollektion geben. Cadillacer ist eine Nagellackfirma, die auch diesen sehr aparten Nagellack gemacht hat. Und zwar zum Thema Wednesday, also zu der Netflix-Serie. Finde ich sehr spannend. Da sind sehr düstere, nicht unbedingt zum Frühling passende Farben dabei, aber ist halt Wednesday.
So, das war die neue Version der Beauty News. Ich hoffe, das hat dir gefallen und ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Ob dir das jetzt zu kurz ist oder zu wenig oder ob du sagst, na endlich, jetzt ist es nicht mehr so erschlagend. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du lässt mir einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, du lässt mir ein Abo da, falls du hier neu bist. Und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao.